Das ist der Mad Cow. Er ist heute unser Koch. Los. Ajo, Essen ist fertig. Raus hier. Doch. Es wurde Zeit, Mann. Hier haben wir den Cracky. Er muss unbedingt noch was loswerden. Ich muss mein Kaugummi loswerden. Alles mein. Was hast du denn gekocht? Ja, Nudeln. Die beste. Nudeln mit Bolognese. Das Beste. Müssen wir die noch anschreien, die Nudeln? Die müssen wir noch. Ja, die müssen wir noch erschrecken, ja. Sagen, hey! Das ist der H-Fox. Er hat Hunger. Der Rip sollte auch hungrig sein. Zumindest hat er das vorher noch behauptet. Ich brauche dringend was im Magen. Beef, Beef. Soll ich mich wieder da hinsetzen? Stammplatz, ey. Dann bin ich ja voll am Essen hier. Voll am Fressen. Ja, genau. Mann. Hunger. Wir haben Hunger. Eigentlich will ich Hunger haben. Schmettes hat keinen Hunger. Leider ist der Schmettes da. Der kommt. Gute Frage. Der ist schon vom PC verhungert. Schmettes mit Z-Zocken. Ja, ist nur warm. Ist warm. Ist nur warm. Ist nur ein Schmerz. Rennt gleich der Tisch weg. Ja. Laserschwert einsatzbereit. Ich sitze einmal, jetzt sitze ich. Der Heber. Das ist dein Teller, oder? Ja. Das ist dein Teller? Das ist er, ja. Das ist jetzt mein Teller. Nom. So sitzt ein Stock hier. Ja, so sieht's aus. Erster. Nee. Machen wir erstmal die Teller voll mit Nudeln. Auch wenn unser Gastgeber noch nicht hier ist. Ja, Hunger. Heißen wir euch nun herzlich willkommen zum Ravioli Essenscast. Wir kauen euch einen vor. Das ist der Bolognese-Püree. Ja. Da ist er ja, der Mattis, unser Gastgeber. Damit ist das Ravioli-Quintett komplett und der Bolognese-Püree kann beginnen. Viel Spaß mit dem Gamescom Bolognese-Püree 2010. Die Fortsetzung des Melonenpürees. Ja. Diesmal was mit meiner Freundin, soll die verhungern? Nein. Die, weiß ich nicht, ob die. Ich bringe ja uns hoch. Wir können das ja, du auch, hast nichts im Vorfeld vermittelt. Die letzten Tage hat sie halt als auswärts püriert. Ja. Ja, ich dachte, du bist da noch dran. Deswegen gehe ich auch so. Man. Ich mach mal hier, mal da. Hier noch einen, da noch einen. Wer will noch nicht, sag schon mal. So Kilo Nudeln. Barilla Nummer 50. Ja. Was denn? Mach doch erstmal fertig. Ja, wie viel Kilo soll ich denn machen? Ja, wir sind ja nachts gut. Willst du hier das mitnehmen? Ja, siehst du, einfach. Fertig. Hier ist Käse. Oh, Käse? Käse hier? Käse. Du bist wieder angepisst. Käse hier. Ja, wie jetzt? Ja, wie sehe ich aus? Hallo! Mach ich gleich einen Trog. Soße hier. Der tut jedem so 3-4 Nudeln drauf. Sag mal, ich klatsch dir gleich eine. Ich kann doch gar nicht kochen. Käse hier. Was ist das Problem? Du kannst es. Ja. Lass raus. Warum nimmst du das auf der Hand? Setz dich schön jetzt. Ja. Gib mir einen Äppler. So. Teller ein bisschen voll. Diese Kulturschweine hier. Kannst du mir den Käse? Käse hier. Dankeschön. Es ist eine geile Schüssel gemacht. Es ist Fressnacht. Das ist voll cool. Ravioli Fressnacht. Ja, Mann. Zockerei war heute gut. Ja. Mehr weniger. Wobei wir gestern mehr gesehen haben. Ich glaube, ich habe heute gar nichts gespielt. Ja, nee, du spielst leider gar nicht. Nö. Weil ist halt nicht möglich. Ja, geht schon, aber. Was haben wir denn heute? Wir haben heute Donnerstag. Gamescom Donnerstag. Mach andere auf. Gamescom ist leer. Mach andere. Ich bin schon wieder eine Flasche leer. Das geht schnell. Oh, alter Flasche leer. Ja, was habt ihr denn heute gesehen? Was haben wir gesehen?
Ich hab nichts. Gib dann her, wenn der fertig bist. Menschenschlangen habe ich gesehen. Mhm. Ja, du hast auch in dunklen Räumen gesessen und so. Es ja, ging noch. Für Donnerstag war schon viel los, ne? Ja, fand ich auch. Ja. Ja, es wird noch mehr. Noch mehr. Ich habe mir meine Gäste eingeladen in Dragon Quest 9. Ja, wir haben. Wie war's jetzt? 9? Also viele, viele Präsentationen halt gesehen, ne? Ja. Der Metzger, der. Wir haben, wie ist das? Der Metzger. Spec Ops, oder wie hieß das? Spec Ops The Line. Ne? Das haben wir gesehen, das war ziemlich cool eigentlich. Also was war, zumindest das, was sie gezeigt haben. Man weiß ja immer nicht, ob das jetzt nur so eine... Was ist das? Ein Shooter? Ja, so... Ein Third-Person-Shooter. Aber weil wir ja beim Thema waren letztens, von wegen, die sind alle nicht mehr... Kein Gefühl mehr und sowas. Also das... Wieder ein bisschen anders. Der war wirklich gut. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Wir müssen ja hier... Tischgebet noch, oder was? Also ein Händchen. Tischrack vielleicht. Wir haben uns ja, hör mal, der H-Fuchs ist hier. Ja, stimmt. Ja. Sieht man den Fuchs? Ja, klar sieht man den Fuchs. Man sieht alle echt. Alles hier. Kamera steht auf dem Kühlschrank. Der Schmettes ist jetzt auch da. Nein, mein Jung. Na? Das ist auch ein bisschen echt. Auch mehr als ein Nudel. Dann mehr als haben wir noch... Dafür kannst du die öfters nehmen. Du so Emergency 2012 Präsentation gesehen. Ja. Yo! Bin voll begeistert. Da freu ich mich so drauf. Ich fand das Coolste an der ganzen Präsentation war, mal den Mann zu sehen, der damals Mad TV entwickelt hat. Das war aber auch die einzige Sternstunde in seinem Leben. Ja. Ja, ja gut. Wenn er das davon leben kann, gönn ich's ihm. Aber es wird, glaube ich, nie größer werden, ne? Als diese Community, die sie haben. Nee, glaube ich aber auch das nicht. Das hat ihre Fans immerhin, ne? Ja. Und die sind scheinbar. Sehr hardcore, wie er sagt. Ja, ich sag ja, wenn er davon leben kann oder wenn er da halt einen Job hat bei Koch Media, Deep Silver so. Alter, war ja sogar vorne, hat sich diese Hardcore-Typ da lol. Kann dieser Hardcore-Typ gesessen. Ja, entweder man benutzt ein Flasche, Glas. Die Flasche war die, die ich gestern mit auf der Gamescom hatte. Da hatte ich draus gesifft, da war keine Kohlensäure mehr drin. So. Gucken dir aber ein paar hunderttausend Leute zu. Diese Flasche ist von heute von der Gamescom. Ja, weil wir haben was reingesetzt. Sag mal. Was ist das hier eigentlich? Hey, das ist ja unser. Das ist ja der Brunnen, den wir promotet haben letztes Mal. Ja. Gideos Brunnen. Metro Prime Videos. Drei Minuten. Ja, ne, jetzt bist du dran! Nee. Mit dem Äppelwein. Ich hab schon eine Länge gemacht. Nee, Metro, in der Schwitz Together. Mhm. Ah, ja. In der wir angenommen haben, dass du zu uns fährst. Ja, das war ja. Weshalb wir dann so unschuldig. Warst du so optimistisch und dann so, oh Gott, doch reicht die Stunde dahin. Ja. War das nicht so leicht. Aber wo wir mal zusammensitzen, haben wir gedacht, wir müssen jetzt mal Revenge auf Melone machen. Ja, genau. Und essen mal was Vernünftiges. Bolognese. Ja. Ich lese jetzt schon die Kommentare. Der Rib ist wie ein Schwein. Ja, wir essen alle wie ein Schwein. Ich also ich muss auch dazu sagen, die Italiener essen nur mit Gabel, richtig? Nee, ich kann nicht mit Löffel essen. Ich das kann das nicht. Ne, ich auch nicht. Bringt mir nichts dafür. Also bitte, lass mir die so, dann müssen wir die auch gar nicht erspülen. Dann muss ich die Maschine die ganze Zeit. Kannst du doch so machen. Das interessiert mich nicht. Mit einem Löffel. Ich bin der Mann, der danach immer diese roten Lippen hat. Games! Ich esse Spaghetti mit maximalem Fun-Faktor, weißt du? Ja, und immer so mit dem Kopf so darüber weit. Natürlich. Ja, geht einfach ab. Ja. Meine schön aufs, immer schön aufs Ravioli. Jetzt ist mir der Hunger von mir. Wir immer noch haben. Ja, wir haben Ravioli. Es ist deine Portion mit. Ihr nicht, ihr könnt sie nicht bezahlen. Ich hab vorher immer im Space Marine gesehen, ey. Oh, ich und, Dawn of War. Auf Warhammer, ja. Wann kommt schon wieder Dawn of War? Neues Dawn of War? Ja, 3 oder was? Nee, Add-on zum 2 noch. Wir waren bei THQ. Company of Heroes 2, ne? Nee, online. Ach, online, genau, so hieß es. Die Company of Heroes online. Die Free-to-Play-Geschichte von denen. Wo das Menü nur in 4 zu 3 ist. Ja, coole Geschichte. Ja. Die Dawn of War ist cool, weil du spielst jetzt Orks. Du hast ja den ersten, zweiten Teil, hast ja so Blood Angels, so Space Marine gezockt. Und jetzt spielst du ohne Orks in der Singleplayer-Kampagne. Und bei SmackDown habe ich angezockt und WWE All-Stars oder wie es heißt. Aha. Andere Hersteller bringen das in ein Spiel raus, oder? Dass man mal die Marines spielt, mal die Orks, mal was. Ja, die ist schon relativ. Andere Hersteller auch in ein Spiel. Ja, kann ich gleich kontern. Andere Hersteller. Hat das auch so geile Achievements, so einen geilen Online-Modus?
Online-Modus? Ja, die Kampagne ist halt, du hast halt so ein krasses. Haben wir noch 10 Jahre drauf gewartet? Ah! Vielleicht. Es gibt bestimmt Menschen, die haben 10 Jahre lang drauf gewartet. Der Matt drauf. Und zwar die ja da, die damals Dark Omen gespielt haben. Nicht zanken, ja, und drauf. Bestimmt schon 10 Jahre her. So endlich! Nicht zanken und schmeißen drauf. Sie diskutieren. Richtig, dann normal. Richtig, nehme ich die auch nicht so. Ich bin der Gabel am bedrohen. Ja, wir diskutieren mal. Ja. Brr. Eigentlich wollten wir ein Potpourri aufnehmen, aber jetzt sitzen wir beide aneinander und hauen uns ja Köpfe ein. Ja, Videopourri ist dann einfacher. Ja. Mhm. Ja, wir haben ja keine Zeit, müssen wir beim Essen machen. Ja. Denn wir haben heute Abend noch was anderes vor. Ja, ich habe heute. Zwinker, zwinker. Ich habe heute Driver gesehen. Das einzig Coole daran ist in dem Spiel ist, das ist ein DeLorean, mit dem man fahren kann. Hat eigentlich deine Notizen waren der Brüller. Ja. Da hab ich vor dem Wisch geschrieben. Hat eigentlich jemand schon einen Kommentar zum GT5 abgelassen? Hat einer überhaupt gespielt? Ja, ich hab's gespielt. Dann bin ich in diesem Car da. Das ist natürlich immer geil, ne, mit Lenkrad zu fahren. Ja, aber Leute, ich hol das bei Amazon, die Limited Forza 3 Edition für 15 Euro. Gutes. Ja, also GT5, dafür, dass es jetzt wirklich so verschoben wurde, da hat eine Cockpit-Perspektive, ne? Und vorne auf der Motorhaube hat ganze Zeit so Pixel geflackert und sowas. Das ist gekrisselt. Die Auflösung war schlecht, ja. Merkwürdig. Es ist eben, das ist die. Also grafisch wird es mit Forza 3 zwar wahrscheinlich auf einem Level sein, weil es einen anderen Style verfolgt. Natürlich, aber dafür, dass es verschoben hat. So der Oberhammer ist jetzt nicht. Nacht ist bestimmt interessant. Ich würde gerne mit Nudeln erstmal auffüllen wieder. Achso. Bevor nichts mehr da ist. Bist du ein Nudelnachfüller? Ja, ich bin ein Nudelnachfüller, weil du mir nur eine Kinderportion draufgegeben hast. Ja, dann holt man sich dann halt nach. Siehst du, jetzt macht er wieder hier. Ey, das ist so, weißt du, du bist ein Single-Core-Prozessor. Du musst erst einen Task beenden. Ich mach immer gleich nicht das Angebot. Ich hab Prioritäten ändern sich immer direkt. Ja, Prioritäten ändern sich. Angst hier. Ja, gar nicht so viel. Was war das jetzt? Hackfleisch droppt ins Glas oder was? Oh, ja! Ja, Mann! Hackfleisch droppt. Hallo, in Skandinavien gibt es bestimmt irgendeinen Alkohol, den man damit so trinken muss. Ey, geil. Ja, Achievement Unlocked. Das war jetzt Starcraft Hackfleisch drop. Achievement Unlocked. So. Kannst du nur als Terraner und nur am Essenstisch. Ja, GT5. Ja, GT5. Vor allem, was sehr negativ aufgefallen ist, sind halt die sehr stark verminderten Details im Rückspiegel. Dass allein die Straßenränder wirklich richtig eckig werden. Okay. Und die Texturen halt nur einen ganz kleinen Bereich haben, in dem sie scharf sind. Dahinter ist das so ein Matsch. So ist es nicht. Langt nicht so wirklich. Nee, langt nicht so wirklich, ne? Nee. Müssen wir auf Ketchup zurück. Da hat der Metcalf schlecht eingekauft. Ja, hab ich mal nur ein Kilo abgekauft. Ja, genau, wir haben nämlich bisher nur Madcow-Style gegessen. Mhm. Der erste Abend war echt das Beste. 5 Personen ist schwer einzuschätzen. Dann fühlt es ab. Heute ist der. Morgen gibt es nur noch Schuhsohle. Ja, das macht der mangelnde Schlaf. Mann. Der mangelnde Schlaf der Studenten? Ja, 12 Stunden, ey. Schnell, bevor nichts mehr da ist. Nudeln sind jede Menge da. Kannst du trocken runterwürgen dann. Sauber. Ja, also die Kette 5, aber ich freue mich trotzdem drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das wird bestimmt cool. Also die Karriere und sowas. Ja. Rallye kannst du fahren. Ich werde es mir dann wahrscheinlich eh nicht kaufen, weil ich dann doch nie. Ich habe mir bisher noch kein Forza gekauft. Ja. Ich mache mir dann sowas wie er dann, wenn ich die Collectors dann für 15 sehe oder so. So, 60 Euro Blu-ray-Spiel muss ich mir dann das nicht nochmal holen, glaube ich. Ja, gut, das nicht. England ist ja, gibt es ja zum Beispiel. Ja, England. Okay, es ist auch was weg. Ja, da ist immer noch da. Kann man noch rein. Ah, im Kühlschrank ist aber auch noch Parmesan. Aber Parmesan lohnt sich halt nur, wenn du auch so sagst. Langsam. Aber Parmesan ist Ketchup geht auch. Wir sind sehr strategielastig geworden. Dawn of War, Pokémon Heroes. Dann habe ich mir Civ 5 angeguckt, was auch so cool ist. Civ 5 hast du gesehen heute? Ja, Mann, Civilization 5. Ich habe das 2 gespielt. Es gibt jetzt 6 Ecke statt 4 Ecke. Ah, die Welt bricht auseinander. Hexfeld. Ja. Das sieht halt dadurch. Das 2er und das 1. in der Network Edition habe ich gespielt. Wie blöd. Das sieht dadurch so organisch aus. Das war Vollversion auf. Das war Vollversion auf der 3. GameStar. Oh, Lord. Civnet. Ja, Civnet. Ist so gesuchtet. Ja. Das war doch eh free, oder? Konnte ich das später nicht sogar downloaden? Ich hab das auch früher Civ nicht kostenlos gezockt. So voll rudimentär alles, aber es war halt Civ. Da gab's kein Internet.
Warum es nicht? GameStar 12. Da habe ich bestimmt von der PC Action oder sowas. Was kann ich da noch so? PC Action. Telefon, die Nummer wählen und auf den Hörer gehen. Erstmal den Hamster füttern. Was möchten Sie machen? Musst du noch den runterladen? Musst du noch den Hörer nehmen, Nummer anrufen, dann kann man ja vorbei. Hat dir es gebracht? CD bestellen. Dann musstest du das der Frau da an der Strippe erklären. Ja, Floppies. Ich klicke jetzt auf die Einheit und lass die darüber laufen. Okay. Ich habe es damals nicht gekauft. Ich hatte ja auch ein Amiga 500. Sehr spät. Und da gab es aber die Amiga Games noch. Mhm. Die hatten auch immer Demo-Disketten dabei. Das war so urig. Ich habe ein Foto gefunden von meinem Vater, wo der Amiga Games liest. Mit diesem bunten Ball drauf. Eine Frau ist so eine Frau, die am Ballern ist. Also Frau und Waffen steht der Mann halt drauf. Ne? Amiga noch drauf, ihr wollt kaufen. Ohne Technik geht ab. Kauf. Ja, Ziff ist ja auch gar nicht sehr lustig. Ich glaube, ich könnte mal wieder mal ziffen. Das letzte Ziff, wo ich wirklich gezifft habe, das war das Space Ziff. Ich hätte mal Bock Alpha Centauri oder wie das hieß. Mhm. Das war cool, es war so voll neu. Also, war alles so lieb. So immer, das wieder anfängt. Ich habe irgendwann, wenn ich so dran habe, so eine lila EGA-Grafik im Kopf, weil es halt alles so rammige lila Phosphor war. So viel Zeit. Cool. Mhm. Was? Wie? Wo? Worüber reden Sie? Anno. Ja. Anno. Kam gar nichts. Nicht über Ziff. Das andere Ziff, ne? Ziff. Das ist Echtzeit-Ziff. So ungefähr, ja. Schaufelbagge. Gut, Ziff ist ja nicht so viel Handel. Ziff ist ja Weltruhm. Erobern. Ja gut, kannst du auch gemischt. Also Handel ist jetzt auch ein bisschen dicker. Erforschen. Ja, erforschen. Du kannst jetzt was Cooles. Du kannst jetzt mit deinem, hier diesen anderen Völkern, kannst du sagen, ey, wir machen jetzt hier einen Deal mit Forschung. Wenn ihr 30 Stunden lang, ich sehe recht relativ schnell um, keinen Krieg macht oder sowas, tauscht jeder gegeneinander zufällig eine Technologie aus. Zufällig? Das gab es so an Civ 2 schon, dass man Technologien getauscht hat. Ja, aber nee, ja, tauschen, aber nicht, dass jeder halt zufällig eine. Ja, gut. Es kann eine schweineteure sein, weißt du? Ja. Kann oder kann nicht? Ja. Oder ist es einfach nur die Erfindung? Wir haben Lesen gelernt. Wir können jetzt Waffen herstellen. Matt kommt dann so, oh geil, Lesen. Ja, der Gegner so, oh geil, Nuklearwaffen. Und dann steht der Matt dann auf seinem Nickel. Ja, ohne es lesen zu können. Lese. Matt macht mal einfach Nudeln und noch Butter drauf. Das geht auch. Ich hab keine Butter, ne? Ein Ketchup. Sketchup, yeah. Aber ein paar Eier drauf. Nicht. Ja, roh. Mach euch mal Carbonara. Das müssen die Nudeln aber heiß sein. In die Pfanne. Ach so, in eine Pfanne. In eine Pfanne. Ja gut, mit Carbonara machst du mit rohen Eiern. Jo. Spiele. Jo. Ja, Formel. Oder ab. Formel 1 2011. Au. Ich hab mal meinen Fuß. Muss ich mal austrinken. Auch bei Deep Silver, Pope Masters, Blau und Blub. Präsentation gesehen. Mhm. Was noch? Was so weiter noch? Ja, ich überlege gerade, als ob ich irgendwas vergessen habe. Aber heute war nur Präsentation, oder? Abgefarmt. Ja. Also, Assassin's Creed Brothers so gut. Das Multiplayer-Ding? Ja, der hat aber Singleplayer gezeigt. Hä? Hey? Was? Da ist doch ein Singleplayer. Deckel vom Salz. Achso, aber dieses dieses Wrestling, WWE All-Stars halt. WWE All-Stars, oder? Ja, was mir erzählt, das war so. Da heißt es WWE All-Stars. WWE All-Stars. World Wrestling Federation, irgendwas? WWF All-Stars. Federation ist ein WWF Entertainment ist es, ja. WWF kämpft auf jeden Fall mit anders Wrestling. Das ist gegen den Umweltschutz. Dieses Gegenstück zum Smackdown. Gegen den Umweltschutz. Gegen! Das Gegenstück zu dem original realistischen WWE Smackdown vs. Raw. Ja, das habe ich das neue auch angespielt. Mit wem darf ich noch teilen? Original gehalten. Ich habe ihn noch, ich gebe auch noch ab. Und dieses dann andere ist halt so ein. Hört mir gar keine Sau hier zu! Hä, hey, hast du was gesagt? Siehst du mal, wie das ist? Ja. Also, mal jetzt an. Das ist WWE All-Stars oder wie das heißt. Da kämpfst du so gegeneinander mit so aufgeblasenen Typen. Das ist so das NBA Jam, das Wrestling, ne? Wollte ich mal sagen. Die hören mir ja nicht zu. Nur damit du es weißt. In welchen Schlitz muss die Dose rein? Übrigens, Formel 1 2010 sieht rattenscharf aus. Rattenscharf. Vor allem die Wettereffekte, wenn es regnet. Das ist sehr cool. Ja, es regnet nur, ja. What's auch nur gewesen, weil die Entwickler irgendwie Englisch nicht verstanden haben. Torchlight 2. Auch cool.
endlich mal Oberwelt mit und Regen. Aber Formel 1 wird toll. Ich darf ja nichts mehr dazu sagen. Ja, das ist eine Torchlight. A New Beginning haben wir auch gesehen. Deep Silver hier. Ja, Adventure. Wir haben Deep Silver genördet. Weil wir zu faul waren, durch die Gegend zu gehen. Möcki und ich haben 3 Stunden lang in einem Raum gesessen eigentlich. Obwohl einmal sind wir noch ganz auf das andere Ende zurückgelaufen. Und wo müssen wir jetzt hin? Wieder in selben Raum. Ja, man muss aber sagen, die Leute bei THQ, die waren sehr nett. Ja. Also, ja, kann man nicht sagen, ja. Wolle Rose kaufen? Wir haben mir wieder mal die unangenehmen Fragen gestellt. Ja, wir. Ja, ja, tut mir leid, denn die stellen da ein nagelneues Spiel vor und das Menü ist 4:3 und hat riesen recht so Ränder. Ja. Also so grafische Ränder, die halt das so irgendwie ein bisschen schöner mal aussehen lassen. So wie ein Mario zum Beispiel. Genau. Mhm. Da habe ich den Typ halt mal gefragt mit meinem Krüppel-Englisch. Warum ist das nicht widescreen? Ja. Hat er da irgendwas gefaselt von diesem Chat? Hast du das ganz verstanden? Ja, das Menü, das ganze wäre überladen gewesen. Oberfläche, ne? Wurde halt für so ein LOL-Chat-System irgendwie ausgelegt. Ja, so ein wie so ein IRC-Chat. Da war das dann halt IRC. Irgendwie breit. Und das haben sie dann weggenommen. Und dann haben sie den Chat halt permanent, der ist irgendwie unten ist. Und wenn du ihn groß haben willst, ziehst du den dann hoch. Aber da haben sie es halt permanent. 4:3. Er macht mal Balken. Also groß oder meckern darfst du eigentlich nicht, weil bei StarCraft ist es auch nicht anders. Stimmt. Nee. Ja, wegen Mikroorganen. Der hatte doch auch was. Ja, gemacht. Stimmt, der hat gesagt, das ist doch voll der Insider, ey. Die testen das Zeug in Korea. Ja, die hatten in Korea einen Beta laufen und da, glaub mir, das sind alles 4:3 Zocker noch dort. CRT. Ja. CRT des Todes. Ja. Ich meine, ist ja okay. Ey, wir haben die da so voll die Trainingslager, am so Testlager. Kannst du mir auch Unika geben? Wo im Hintergrund so motivierend Musik leucht. Küchenrolle. Gut. Küchenrolle. Kitchen Roll. Roll in the kitchen. Aber auch bei A New Beginning habe ich auch gefragt, gibt's da denn verschiedene Storylines, multiple Endings? Verschiedene Endings. Und dann stand er da so, no. Auch ich bei meinem Space Marine, ich bin ja so ein Warhammer-Fan und das sind eigentlich auch voll die Cracks und dann so was ganz Banales halt, du kämpfst halt auf so Planeten, Schmiedeplaneten gegen halt eine Ork-Invasion, weil die sich dort so einen riesigen Mesh klauen wollen. Ja. Und die Orks werden immer von einem War-Boss angeführt. Und, aber der hat halt nicht den Namen gesagt, den habe ich mir so aufgeschrieben, ich würde halt gerne mal wissen, die beiden haben immer ganz coole Namen eigentlich. So, ja. Ich hab's halt blöd gestellt, ich hab so, you didn't, any questions, ich so, you didn't mention, also du hast den Namen des Warboss nicht erwähnt. Und so, guckt mich so voll blöd an, ich so, yes, I didn't mention the Warboss name. Und dann so, ja, dann so, bla bla bla, das wird halt noch in der Story, das ist, folgt noch und so. Ich war erstmal so, yes, I didn't, ja, da wollte mich irgendwie verarschen, aber, let's mit mir, nein, Quatsch. Mal lustig. THQ. TH. Hat mir sehr gefallen dort. Auch die zwei Jungs waren etwas jüngere, die bei diese Wrestling-Abteilung hatten quasi. So richtige zwei Amis, die schon ihr ganzes Leben lang voll auf Wrestling abnerden. Und ja, der eine hat das Smackdown präsentiert und der andere dann dieses All-Stars. War cool. Und dann habe ich noch mit so einem anderen Typ, ich habe vergessen, woher der war, der hat sich vorgestellt. Hat mich angesprochen, bist du Deutsch? Ich meine, ja. Hat sich neben mich gesessen und haben wir ein bisschen mal gezockt, dieses All-Stars, was so Comic-Stil ist. Ja. Und da diese Typen, die diese Vorlesung gehalten haben da vorher, die Präsentation, hat er mir also über die Schulter geguckt. Und dann so ein krasser Move war und der so, wow, voll mitgefiebert. War ein richtiger Ami, also cool. Richtig, wow, Rock Bottom. Weißt du, was? So voll abgegangen. Die ganzen Moves sind ja so. Weißt du, für was für Konsolen das kommt? Ich hab's auf der 360 gezockt. War so eine DevKit 360. Erst das eine Spiel gemacht, dann haben die den Typ vorne gewechselt, dann meinte so, ja, drück mal auf den silbernen Knopf. Guck ich so, welcher silberne Knopf? War halt so unten so einer. Ja. Drückst du drauf, Reset. Die Xbox bootet neu und dann hast du so in dieses Developer-Kit da gebootet. Dann hat er gemeint, wählt mal das untere aus. Ausgewählt, startet, kommt das Spiel auf einmal. Total cool. Hat er allen Leuten wie in so einer... wie früher in der Schule im PC-Unterricht. So, jetzt machen wir alle das und hockst da, oh Gott. Jetzt drück mal den 1. Jetzt könnt ihr über StarCraft 1 zocken. Ja. Ja, ansonsten haben wir damals gemacht.
Ey, die haben den PC-Raum neu eingerichtet und dann kam da, da war der Pentium 2 schon raus. Und dann kamen da Pentium 133er Maschinen rein. So der letzte Müll, ja. Aber die müssen ja vertraglich gebunden sein. Aber wir haben mal StarCraft gezockt in der Schule. Im Informatikunterricht. Ja, kannst du ja mit diesem Draft oder was da dabei wäre? Ja, mit der Spawn-Installation damals. Ja, ja. Das war ja cool. Cool. Bei uns in der Berufsschule haben sie auch die Seiten gesperrt, aber nur so youtube.de. Aber hast du youtube.de/user, dann warst du auf der Seite. Das ist so sinnlos. Ja, wenn du nur die Top-Level-Domains spielst. Ja, und dann haben wir auch so Politiker, die so vorgehen. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Back to Messe. Back to Messe. Eigentlich so viel haben wir halt gar nicht. Nee. Ich habe mir nochmal das Schattenläufer angeguckt, was der da ja gezeigt hat. War cool. Ich kam zwar nicht weiter, weil irgendwie... Es war ein bisschen, es sah halt auf diesem Fernseher, mach doch mal da gute Fernseher, komplett es sieht so wieder kacke aus, es, ja. Ey, da, als wenn die eine Mona Lisa ausstellen und dann irgendwie Milchglas vor oder sowas. Ey, ja, aber das ist wie auf letzten Messe schon, ne? Ja, da, es geht. Also ich fand es dies Jahr wieder so schlimm, dass Scott Pilgrim sah furchtbar aus auf dem Fernseher. Und auch so... Es sah so verpixelt aus. Ja. Die Bewegung... Ich wollte auch mal was sagen. Die Bewegungen haben irgendwie so gelaggt. Die hatten so wenig Frames. Ja, ich habe mich ja, als wir DJ Hero gespielt haben, das Lied halt erstmal abgebrochen. Ja. Dann habe ich ins Optionsmenü gemacht und habe erstmal kalibriert. Ja, aber ich kapiere das nicht, dass da so... Das heißt, dass jetzt alle Leute, die gesamte Messe da noch spielen dürfen, die können es nur zocken, weil ich da kalibriert habe. Wenn er... Yeah. Alle mal schnipsen! Ne, das ist das gemein, oder? Das grenzt uns aus. Hier, lass so hier. Nee, ich find's auch bei. Boah, ich hab Spencer-Filme geguckt. Ich habe potenzielle Käufer dadurch geschaffen. So, ja, bei Konami, Mittwochmorgen. Erster öffentlicher Tag da. Sind sie noch dabei, die PES-Rechner da zu booten und die hatten sie von Logitech so USB-Controller, war PS3-Version, Xbox-Version und PC-Version. PC-Version ging die Hälfte der Rechner gar nicht. Weißt du, das ist furchtbar. Wie kann man denn Mittwoch morgens dann anfangen, da sind ja die Controller gar nicht eingerichtet. Und dann hat er es nicht gebacken bekommen, da bin ich dann woanders hin. Mal geguckt, wo die Spiele bei 88 Minuten sind. An dem Stand war ja auch Schattenläufer. Und dann ging ja die Sensor-Mode nicht da, Sensorbar. Also Konami hat es in der Technik und nicht drauf gehabt dieses Jahr. Kam der Kerl da an, ich so, ja, geht nicht. Also, hat die Wii ausgemacht, wieder angemacht, das Spiel startete, er ist weggegangen. Das bringt's natürlich. Durfte ich auf der Nachbarstation pointen. Achso, du hast dann so... Ja, warum musst du pointen bei dem Spiel? Ja. Das ist so schlecht. Aber heute hatten sie es gefixt. Ja, hat mir nicht geholfen, weil du musstest irgendwie drei. Das fing scheinbar nicht von vorne ran an, wo ich da angefangen habe. Nee, du warst ja mittendrin. Ja, das war doch blöd, weil ich musste drei Augen sammeln und dann eben so eine Barriere aufzumachen und das ging dann nicht. Aber prinzipiell war es auch cool. Es läuft schnell, kannst du voll rumspringen und so alles. Und das ist halt die Idee ist cool. Ja, ist auch cool. Dass du nur so diesen Schatten spielst. So, weil sie so das Limbo dann umgedreht so. Anstelle, dass sie da fünf oder acht. Messe-Babes einstellen und drei Messetypen, die alle keine Ahnung haben, damit das nur sich mit Fitnessstudio oder so beschäftigen. Und Friseur. Dass die dann nicht sagen, komm, wir schmeißen zwei von den Frauen rauf, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, und stellen dafür einen Student. Nerd ein, einen Student ein, und der richtet denen das alles so sauber ein, dass es gut ist. Ja, dann lass die Weiber da, mach mal lieber einen von den Typen weg. Genau. Ja, also passt schon. Naja, können wir auch machen. Ey, Spaß beiseite, das stimmt schon. Konami war dieses Jahr nicht gut eingerichtet. Die hatten genau das gleiche Bühnensetting. So, Setting? Wie? Nee, letztes Jahr. Also, es kann nicht sein, dass da jetzt irgendein Verkabelungsproblem ist. Auch Nintendo. Oder sind die Ständer nur ein bisschen alles umgestellt ansonsten. Oder sind sogar teilweise kleiner geworden. Microsoft ist kleiner geworden. EA, dafür, dass EA den Krami hergeholt hat, ist mich, klein geworden, finde ich. Ich frage mich, ob Mindscape kleiner geworden ist. Oh, ja, die arme Frau. Ja. Die Zucchini singt. Das ist gut. Mario war da. Hallo, ja, Energy. Charles Martinet. Ja, auch mir seine Stimme. Seine Stimme war auch da. War cool. Hätte aber nichts gesagt. Ich dachte, die würden mal sagen, oh, komm, geh mal ab hier. Ja. Hat er bestimmt gemacht. Da hat er gerade Autogramme gegeben.
Ja, ja, und die Leute sollten sich als Mario und Luigi verkleiden. Ja. Kam ja massig und an, haben dann ein Foto bekommen hier mit Einwegkamera. Ja, das waren teilweise Einwegkamera, aber teilweise hatten die auch Handy dann abgegeben. Das weiß ich schon, wahrscheinlich, ob die Kameras dann leer waren. Das war cool. Das war lustig. Ja. Schön, ja. War cool. Ey, der ist, also, ich hab den halt nie gesehen, erstmal so, okay. Shake it, baby. Ich bin vor der auf die Bühne gekommen. Alle Balls of Steel. Alle waren so Mario. Kommt dann der Duke-Nukem-Sprecher rein. Shake it, baby. Rain on you. Ja, oder so. Kommt der Madcore auf die Bühne und sagt. Rain on you. Rain on you. Und alle. Bravo, Madcore, bravo. Nee, war aber gut besucht, der Nintendo-Stand. Auch die Schatztruhe hinten, wo du diese Schatzkarte. Ja, ja, solche Gimmicks finde ich cool, wenn die sowas einbauen, ne? Ich find, von wem ist denn Dragon Quest? Square Enix. Das Square Enix auch selber mal auf Nintendo den Nintendo vertreibt das. Ja, Nintendo vertreibt das, aber das entwickelt ja. Ja, vor allem, dass bei Square Enix war gar nichts davon zu sehen, ne? Ja, ist ja von Nintendo komplett der Vertrieb. Ja, aber man kann doch trotzdem... Square Enix zeigt ja eh nichts. Doch, ein bisschen was. Von der Reihe, ey. Das ist nur diese Bunker da. Square Enix. Pixel Evolved, dieses Match. Ja, das sind diese typischen U18... Bunker. Ja. Da bauen sie dann halt keinen Stand, sondern so rechteckigen Kasten, paar Kabinen rein und rundherum eine Anstichlange. Ja, Bethesda hat auch noch 18er Titel. Draußen ein bisschen Werbung, damit sich alle Leute anstehen. Fallout. Und drinnen siehst du dann eigentlich nichts anderes wie an den anderen Ständen. Ist auch so ein Fallout, Mann. Ja. Also deine Schwester auf jeden Fall. Ja, meine Schwester spielt es jetzt auch. Cool. Ja. Ich spiel's nicht. Ich auch nicht. Ich würde es bestimmt auch spielen, wenn ich es mal anfangen würde. Habe ich bei Bioshock auch gesagt. Das ist ja so Oblivion. Ist ja im Prinzip Oblivion-Style. Das Einser, also das, von daher, das ist aber auch was anderes. Gefährlich. Als, ja, natürlich ist es was anderes, aber Bioshock ist trotzdem ein geiles Spiel, also eine geile Serie. Also ja, ich glaube nicht, dass die schlecht ist. Ich habe das Einser angefangen, aber das habe dann irgendwann aufgehört, war nicht so mein Ding. Bei mir macht es halt diese Reklame. Alles, was hier so dieses Blechschild-Style ist. Ja, das. Bei mir ist halt GTA, das fange ich an und dann mache ich erst wieder die Konsole aus. Ich habe die Collector's Edition eingeschweißt. Oder? Ach so, die dicke von Amazon, ne? Die müsste noch eingeschweißt. Ich habe die dicke von Amazon von Bioshock, ja, aber ich habe es auch nicht weiter. Ach nee, nein, ich habe die ausgepackt, klar. Von Zweier meinst du das? Also. Von Zweier, ja. Von Zweier. Du hast die auch. Für den PC aber, ja. Ich habe jetzt gedacht, jetzt von Fallout gesprochen noch. Nee. Nee. Also, ja, dann haben wir beide das gleiche, nur dass du es für PC hast und ich hab's für die Xbox. Ja, Bioshock wollen wir ja auch noch versuchen. Es wird ja nur hinten gezeigt. Ja. Vor allem da war heute Nintendo, ich möchte gerne den 3DS sehen. Ja, ich muss ja drum schalten. Morgen ist. Du hast ja schon gesehen auf dem Weg. Ich muss nicht rein. Frankfurt. Hab ich abgeschrieben. Bring mir Muffin mit. Kannst hier bleiben, Video schneiden. Ja, er muss nicht mehr. Du rufst einfach an, wann wir Termine haben. Ich hab mich an die Schatztruhe und zock dir Dragon Quest. Ich setz mich dann bei Cracky auf die Schultern und sieg mir ein XXL-T-Shirt an. Weil wir haben nur einen Termin für drei Leute. Dann so Augen im Ravioli-Logo oder so. Hier sind zwei Augen, wenn Cracky nicht gegen die Wand läuft. Nein, laufen wir so. Aber dann von außen die Brille, weißt du, was du mich schätzt? Damit er was sieht. Hier ist so eine Brille. Und dann so. Das ist der neue modische Trend. Da laufe ich immer so. Damit er was sieht. Ja, mal gucken, das gehen wir schon hin. Ich glaube, ich hab da was im Bauchnapf. Ja, wir müssen mal gucken, wie gesagt, der Ansagen wird wahrscheinlich groß sein. Wenn der wirklich nur hinter den... Hier ist ja alles live. Ich muss mal wohin. Da machen wir halt notfalls, machen wir Schnick, Schnack, Schnuck oder wir sagen... Yeah! Das wird in der Battlezone ausgespielt. Battlezone, prügelt ihr uns. Ja, die RC-Card Battlezone habe ich ja schon gewonnen, ne? Weil du das gute Auto hattest. Ja, das wusste ich vorher wirklich nicht. Ja, ich auch nicht. Das ist ja auch nicht aufgefallen so. Gell? Okay. Sehe ich auch so, ist gar nicht aufgefallen. Ich hab eh nicht Vollgas gegeben, damit ich die Kurven schön nehmen kann. Ja. Was wir leider ja verpasst haben, war Street Fighter X Tekken. Hätte ich ja mal gerne. Da war eine Schlange heute. Ja, hätte ich mal angestellt. Da war auch eine Schlange heute. In welcher Halle war das eigentlich? Das stand doch auf das dem war, Zettel. Das war da an diesem... Ganz 9 oder so. Ganz vorne am 1. Ja. 9D? War das Konrad Adenauer Saal? Kann das sein? War das nicht 9D? Ah, okay. Ja, soll ich holen den Zettel? Zentrum, okay. Soll ich den Zettel holen? Nee, ist egal. Ne? Im Konferenzzentrum war das dann. Also 5 Leute nebeneinander und 300 Meter lang geschlagen. Ja, überleg mal, das ist jetzt gerade. Aber wo wir gerade am Thema sind, die haben die Gänge viel breiter gelassen dieses Jahr, ne? Nee. Doch. Die Stände sind einfach kleiner geworden. Nein. Ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Ja. Letztes Jahr Samstag war ja der Horror. Hey, auf den breitesten Wegen, letztes Jahr Samstag, da ging nichts mehr.
Du konntest nicht mehr aneinander vorbei. Und an den dünnen Gängen konntest du komplett vergessen. Die haben bei ESL stand hinten. Mhm. Da haben sie ja sogar so zugemacht, dass sie kontrollieren können, wie viel hinten bei dem Zuschauerbereich sind. Ja gut, das ist, machen sie aber wegen 18. Auch. Weil das stimmt, weil er ja so CS gespielt wird und sowas. Mhm. Ach stimmt, da haben sie oben noch so schwarz abgehängt, dass man nicht drüber kommen kann. Genau, genau, richtig. Ja, ja. Ja, ja. Das haben wir gestern auch, haben uns StarCraft angeguckt. Ja, ja, so eine Analyse. Spielanalyse. Ein bisschen was gelernt, ja. Ja, ich bin ja nicht so der Fan von diesem Pro-Gaming und so. Aber ihr habt Lust, kann man gucken, oder? Ja. Man kann es gucken, natürlich, aber... Ich bin jetzt auch keiner, der sich das im Fernsehen anschauen würde, oder was? Ja. Oder sich dann Wobei, ich würde das ehrlich gesagt lieber im Fernsehen sehen, als das, was im Fernsehen natürlich. Ja. Da wundere ich mich sowieso, dass da nicht irgendein großer Privater in Deutschland... Giga war ja... Wurde von Premiere aufgekauft und seitdem ging es bergab. Und Premiere hat dann irgendwann gemerkt, da verdienen nichts mehr dran, haben die abgeschossen. Vorher, bevor Premiere Giga gekauft hat, ist Giga gut gelaufen. Ja. Nur, ich verstehe nicht, warum dann nicht mal irgendein großer, andere Privatsender, die haben doch genug Kohle. Die haben Kohle wie Sau. Dass da nicht mal einer kommt und einfach mal sowas wieder ansetzt. Früher gab es auch die Super Mario Bros. Super Show. Oder da gab es doch sowieso auch noch so ein Videospiel, wo die dann so teleportiert worden sind. Da sind die auf so links gelaufen und wurden so weggebeamt. Der Müll. Was? Das kennst du nicht. Das gab mal so eine Videogame-Show. Du kennst mit den Kerl mit diesen riesen Schnauzer, ja, oder? Da sind die, der hat doch so voll den Dialekt. Videospiele gegeneinander gezockt und dann sind die auf so eine Plattform. Und dann war so ein Foto. X-Space oder was? Ja, so, ich weiß, wie das hieß. Ich weiß auch nicht, wie das hieß. Und dann wurde so ein Freeze gemacht von dem Bild. Ja. Und diese zwei Typen wurden die so in ihrer Blutblock wackeln. Und das war der Hammer. Das gab so Sachen. Ich kenne früher vom. Warum gibt es nicht mehr solche Shows im Fernsehen? Disney Club? Nee, was war das? Wo sie auch mal die Kids haben spielen lassen auf so einem Skateboard, wo sie dann so. Der Mario Comic, der Zelda Comic. Mega Man. Boah. Holy Mega shit. Man. Achso, Comics. Rock you like a rock man. Gut, lassen wir jetzt mal die Zeichentrick weg, aber einfach mal so. Mein Giga war jetzt auch nicht so der Knaller, aber immer noch besser als nix. Ja. An Giga hat es halt einfach an Material gescheitert. Die haben dann irgendwann nur noch so 2-3 Stunden pro Woche produziert und haben das dann halt in der Schleife laufen lassen. Aber das ist. Ich sag mal, so eine Computershow, wo jetzt nicht unbedingt so ein toller Nerd ist oder sowas, aber so einer, der mal so, jetzt neu auf dem Markt, das und das Spiel, wir machen jetzt mal das und das, ihr seid dann sowieso und hier und da. Und dann zum Nachmittagsprogramm und dann sitzen die ganzen Hausfrauen und die ganzen Lehrer. Die gucken sich das dann mal an, weil die nächsten Fernsehen oder so gucken dann mal so und dann sehen die, oh, das ist aber interessant. So, ja, statt ändert sich die Meinung dann auch. Statt irgendwelche. Also wird ja einfach zu wenig mal Positives berichtet. Ja, immer nur bad. Ja, kaum ist dann bad. Haben wir wieder gehabt gestern, ne? Ja. Gut, aber da muss ich auch dazu sagen, klar, die haben ja gesagt, ja, es gibt Institute für Computersorte. Ich meine, das ist, da habe ich ja gestern auch gesagt, es gibt ja Leute, die haben Alkoholprobleme, die haben Rauchprobleme, die haben. Die Sexsucht, aber da muss man ja drüber reden. Das so, es ja gibt ja so Leute, aber das natürlich. Die sagen dann, ja, in der Messe ist Köln für Videospieler und jetzt kommt ein Bericht über Computersucht. Computersucht. Ja. Dann denkst du dir auch. Statt die einfach mal sagen, sich viele mit tausenden Jugendliche gehen da friedlich hin. Ja. Ist ja egal. Es geht glaube ich um Computerspielsucht. Ist ja okay, wenn es Einrichtungen gibt, die sich um sowas kümmern, ja. Nur da wird dann wieder drauf umgehackt. Da verdient der Staat ja nicht so viel dran wie an den Rauchern. Das Gute sieht man nicht, ne? Nee, leider, doch, leider zu wenig. Bei ZDF. Ja! Komm, bei ZDF! Das ist auch das erste Mal, dass ZDF überhaupt was Gutes oder ja, ne, das war eigentlich berichtet. Das sind normalerweise die Frontal. Ja, Frontal 12. Frontal 20. Ja, hast du den Namen schon vergessen da? Ist doch scheiße. Ja, Frontal 20. Das war auch relativ neutral, nur weil das halt dieses so Bewegungssteuerungsrahmen, das war jetzt nicht mal wirklich auf die Videospiele gezielt, ja, sondern die neue Technik und ja, so in Zukunft. Aber egal, wir waren drin. Das war sehr einfach. Ich hab's gemacht. Das war sehr, weil wir unseren Spaß hatten. Ja. Aber lustig, ja. Ich find's halt schade, dass dank der Wii kennt ja wirklich echt jeder Letzte in Deutschland kennt ja so diese neue Steuerung, die neue deutsche und was da so geht. Deutsche. Ja. Und trotzdem wird immer noch so darüber berichtet, als ob das so was Nerdiges wäre, weißt du? Ja. So, ja, die Computerszene oder diese Computerfreaks, die spielen jetzt nur noch mit Bewegungssteuerung. Aber es kennt doch. Ich kann ja, mir ja, schon immer noch die Wii hat sich ja so verkauft. Welche Zielgruppe guckt denn so einen Beitrag noch und denkt, oh, guck mal, was es heute alles gibt?
Ja. Kaum noch, die höheren Eltern, aber das ist doch Quatsch. Ja, weil die ganzen Leutbosse da halt, die hinter sowas stehen, hinter den Leutbosse. Die Leutbosse. Die Leutbosse. Naja, egal. Back to Messe. Messe ist aber eigentlich vom. Haben wir schon eigentlich alles abgehakt soweit. Ja, ich würde gerne LD. Ich müsste mir auch nochmal gucken, dass ich eine LD nochmal zu sehen krieg. Weil das war was für mir? Nee, LD von Deep Silver. Also, wobei die ja dreist. Der Philipp Stilker oder wie er heißt, von Gamers Global, hat gesagt, das ist wie Pure. Das Lustige ist, ja, von Disney sogar, Disney ja sogar die Pure Indie im Trailer. Was, nein, das war nicht von Disney. Little bit more pure. Das wird gepumpt. So, ja. Dann so die Pure so raus. Reihe von der Studio, die haben ja jetzt Split Second gemacht. Nee, doch. Das ist mir Teller. Aber von Pure, die Pure Leute hätte man auch mehr machen können. Pure fand ich langweilig. Ja, ich auch. Ich hab's mir gekauft. Ich hab's durchgespielt. Ich fand die Demo schon langweilig. Das ist cool. Voll Version nicht interessiert. Ich hab mich halt gekauft, aber. Mehr Zaulaune gemacht. Brauchst mehr Saft. Es macht schon Bock, aber das Problem ist... Vor allem später, wenn du deine eigenen Dinger bauen kannst. Ja, da hatte ich musst ja selber bauen. Ja, aber dann kannst du drei verschiedene, es gibt ja nur drei Arten. Ich es weiß. Gibt ja noch Sprint. Ja. Das heißt, da machst du möglichst, baust du viele Teile ein, womit das Ding leicht und schnell ist. Und dann gibt es halt Stunt. Auch leicht, aber mehr, ja. mehr Stunt. Dann weiß ich nicht, was die da einbauen. Ja, da habe ich auch drei verschiedene. Drei verschiedene, mit denen ich gefahren bin. Ich stand immer wieder an der Upgrade. Ich hatte dann aber auch, ja, ich hatte dann keinen Bock mehr dazu bauen. Hab dann einfach, du kannst ja schnell baust dann, schnell baust Sprint oder Schnellbau Freestyle, wie das heißt, machen. Ich hab dann nur noch Schnellbau gemacht. Ich fand den Kommentator so gut. Das hat mich so, finde ich so, das hat mich so direkt mitgerissen. War so, hey, wow, und das war irgendwie so. Ich fand's einfach nur scheiße. Ja, wir haben 500.000 Strecken. Wir haben das. Und diese üblichen Steuern Schlagworte. Runter, das heißt mir. Sau gut. Danke, das zieht mich total. Echt. Sau außergewöhnlich. Sau gutes Fahrverhalten. Dafür gibt's ja verschiedene Raviolis. Ja. Und wenn du dann so fährst und dann die Grafik war ja auch gut. Dann Rampe und dann fliegst du da durch einen halben Himmel. Was ich aber ein bisschen blöd fand, dass du, wenn du dann diese Leiste voll machst, du hast ja drei Stufen von diesen Tricks. Und wenn du dann immer auf die, wenn du einmal, ja, ist gut jetzt. Saft. Wenn du einmal vollen Saft hast, dann hast du das Rennen eigentlich schon gewonnen. Wenn du dann diese Super Moves machst, du kriegst ja diese Sterne. Mhm. Und da kannst du gar nicht mehr verlieren irgendwie gegen den Computer, hatte ich das Gefühl. Da haust du einmal diesen Saftstern, so diesen Super Trick raus bei einer großen Rampe, kriegst dann gleich wieder fast voll und fährst ein bisschen an der nächsten. Ja, du musst aber dann auch immer Sprünge haben, wo du das machen kannst, weil die Sprünge brauchen eine bestimmte Zeit. Ja, dann machst du kannst es nicht an jeder Stelle machen. Es gibt ja den kleinen, den mittleren, den großen und den Super. Und du musst halt immer, je nachdem wie groß die Rampe ist, halt diesen Stunt machen. Dann aber wenn du den Super machst, dann geht der Saft ja weg. Ja, der ist doch egal. Ja gut, du kannst ja mit L und R einfach den Stunt ändern. Drückst du einfach immer die gleiche Tastenkombination, drückst einmal L, einmal R. Weniger. Aber Pure ist eigentlich jetzt gar nicht das Thema. Ja, ne, denke ich auch gerade so. Wir kriegen jetzt die Runde. Mit deinem Held immer! Die Runde begibt sich gleich an Videoschnitt und ja, andere ich gehe schlafen. Wollen wir schon? Ja, sicher, was willst du denn noch erzählen? Über Formel 1 durfte ich nicht sprechen. Doch, darfst du nicht. Nee. Warum nicht? Nee. NDA unterschrieben. Hast du schon gesagt. Echt? Nee, du hast mich unterbrochen. Also sag das. Ja, das kann der Job gut unterbrechen. Ja. Bei Podbüro habe ich das von Madcow gelernt. Ich bin eigentlich ganz gespannt. Nee, hier die Leute, also ist schon, die Leute wollen wissen, wie Move und so funktioniert. Das ist auch relativ. Reden wir nicht gerade über F1. Viel. Nein, wir reden nicht. Ich wollte mir die Messe wieder auf die Messe wieder zurückkommen, so dass die Leute wissen, und es wird auch noch mehr, dass die Leute diese Kinect-Dinger da anstellen und für Move. Gut an sicher interessieren tut es sie natürlich, ja, klar. Aber das ist immer so krass, wie viele, wenn da ein so ein Herrentrieb bei den Leuten, wo eine Schlange ist, kommt mehr dazu. Egal was da ist, habe ich das Gefühl. Ja. Denen ist gerade scheißegal, was da könnte jetzt der mein Ponyhof sein, oder das ist eine Schlange, ey, das muss gut sein, muss ich mich anstellen. Der Mensch ist ein Rudeltier, der läuft den anderen Menschen mit. Ist das ist ein voll Lemmings, echt. Ja, geht zu Super Scribbeln aus, da ist nichts los. Ja. Ja. Ist lustig. Wie letztes Mal. Bei Scribble Notes. Oder top eine Runde Lego Universe. MMO. Das war ja heute auch so gut. Oh, guck mal, super Scribble Notes. Der Madcow geht da hin. Oh, cool. Ja, dann denken wir uns ja gut, dann lassen wir Madcow mal zocken. Ja. Stehen wir hier bei. Und auf einmal sagt er, ja, ihr könnt ja hier bleiben, ich geh mal zu Dragon Quest. Nee, ich guck mal, warum sind wir denn hier? Ja. Da wollte ich doch jetzt zocken. Oh, cool, super Scribble Notes. Ich bin vorne abgeschweift und auf einmal. Ja, ihr könnt ja hier warten oder. Ich suche mich mal. Ihr seid ja hier, ich geh mal eben zu Dragon Quest. Ja. Also, ich stand ja noch gar nicht vor der Kinect-Kamera und hatte auch noch keinen Move-Controller in der Hand.
Ich hatte eigentlich noch nicht. Kinect hatte ich auch noch nicht. Oh. Move hatte ich mal kurz in der Hand, dieses eine komische Spieler, wie hieß das? Tischtennis. Ja, stimmt, Tischtennis auch. Hm? Aber dieses andere Spiel da mit diesem komischen Vier da. Heroes of the Move. Fand ich kacke. Das war. Aber ich muss mir die Tage auf jeden Fall noch Pixel Junk Shooter laden. Das war cool. Teil. Ja, bevor cool. Der zweite kommt. Ja. Ey, der hat voll gut gefallen. Und dieses Lara Croft Spiel, das hat mich auch sehr begeistert. Ja. Kannst du die Demo? Das Clash of Heroes. Demo habe ich wahrscheinlich da schon komplett durchgespielt. Das wurde ja auf dem DS. Wurde ja auf dem DS. Ja, das ist auf der Xbox ist das saulahm. Also es ruckelt nicht, aber... Rätselspiel. Wenn du die Einheiten dann, deine drei Runden, steht dann da so, Gegnerrunde. Ja, dann macht er eine Aktion. Dann macht er noch eine Aktion. Dann macht er seine letzte Aktion. Dann siehst du, wie die Counter runtergehen, wann deine Einheiten bereit sind. Und dann Spieler ist an der Reihe. Dann machst du bap, 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 fertig. Der Gegner ist an der Zeit. Ja, statt dass er mal erste Runde macht. Macht er seine zweite Runde. Es ist so lahm. Es geht nicht vorwärts. Das ist so ein Action-Puzzle. Das muss voll vorgehen. Die ganze Zeit. Merkt das? Nee. Aber das war der ganz kurz Einwurf. Entschuldigung, das war das Problem bei Mario. Bei Mario Party war das bei Mario. Für mich war Mario das bei Mario Party immer so der Upturn. Dieses Würfel doch mal. Ja. Würfelt er. Und die Frauen, wenn du mit Weibern spielst, die haben sich ja in der Zeit, wo nichts passiert, haben die ja Sinnvolles zu tun. Sie unterhalten sich. Und dann, jetzt komm, jetzt mach doch mal. Das ist genau wie beim Bowling. Wenn dann dieses Replay vom Strike dran läuft. Du denkst, jetzt drück doch auf A, damit ich auch kann, weißt du? Und die Kuh stehen dann immer da. Ja, ich weiß, es ist dann schon halt. Ist da auch so. Beim Sports ist es dann, wenn man so krasser Zocker ist wie wir, dann will man weiter. Ja, aber man kann es noch. Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch schon mit älteren Wii Sports Bowling gespielt. Von Frauen, nicht von Älteren. Da ist es aber auch so. Achso, okay. Nur aber Frauen. Da kann ich, habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, das ist in 2 Sekunden, die zweite Replay vorbei. Aber bei Mario Party, das wird so schlimm. Ich kann nicht verstehen. Und dann möchtest du was kaufen. Würfel. Ey, ich frage mich, warum so viele Teile davon rausgekommen sind. Das war doch. Früher war es so geil. Früher war es cool. 50 Runden mit 4 Mann. Ja, keine Ahnung. Egal, Mario Party ist abgeschrieben. Meiner Meinung nach. Kommt da nichts mehr, das hört sich jetzt nicht. Ja, gut, die haben es jetzt auf dieses Wii Party. Das 8er war ja eh dreist. 50 Hertz Modus, nur 4:3. Ja. Ruckelt. Ruckelt. Ja. Also wir haben dann noch so eine alte GameCube-Entwicklung aus dem Keller geholt. Haben wir einen Wii Port. So ein bisschen, so. 3 Sekunden für die Wii umgeportiert mit irgendeiner Software. Klar, manche Minispiele sind ja ganz witzig, aber die sind dann einfach zu kurz auch. Ja. Dann zieht sich das wieder so. Was aber ganz lustig ist bei Mario Party, sind diese Hoteldinger. Das ist ganz nett. Ja, hab ich doch gar nicht gespielt. Wenn du Hotels kaufen musst. Ja, dann musst du Geld einpumpen. Mhm. Kriegst du die abgeklaut. Musst du Hotels einnehmen. Habt ihr das viel gespielt? Mario Party? Relativ. Wohl. Silvester. Fast beigepennt. Relativ, ja. Wir können ja mal... Happy New Year! Sonst, um so einen Schwung zum Ende zu kriegen, wird man einfach so vielleicht so ein jetziger, bisheriger Eindruck so von der Messe, so was man... Flieger, grüß die Sonne, grüß mir den Mond. Ja, wenn ich dann anfangen darf. Ja, mach mal die Runde so. Nein. Okay, möchtest? Ja, doch. Ja, gut, ist halt sehr, sehr viel natürlich Move und Kinect, wie es zu erwarten war. Ja. Von den gravierend interessanten Titeln für mich persönlich, ist jetzt halt nicht großartig was dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber. Das fehlt so ein bisschen was. Ja, so dieser riesige Aufreißer, den man jetzt unbedingt sehen will. Der 3DS. Ja. Toll, ja. Aber, das wäre es wahrscheinlich genau dieses, das wäre genau der Knackpunkt dieses gewesen. Dieses i-Tüpfelchen fehlt einfach irgendwo. Klar, Rock Band 3 hier, Keyboard, ganz nett. Other M, ja. Kurze Frage, cool. Ihr habt euch doch bei diesem Metroid Other M angestellt. Ja. Mhm. War da nicht vorne in der Anstehschlange eine Frau, die den hatte? Hab ich auch gedacht. Ja. Das war ein XL, war das. Na super. Die Dragon Quest. Ja, die steht da eine Frau. Das war XL. Die rennen mit den Schatzkarten. Ja, das sah nämlich genauso aus wie bei auf der Dings E3. Ich hab auch so eine Frau mit so einer Kette und hat dann so gedacht, einen haben sie da. Ich dachte, um die Leute in der Anstehschlange ein bisschen zu unterhalten. Aber ich dachte mir auch, dann hätte da drumherum mehr los sein müssen. Weil der eine Typ, der war so ein bisschen dabei am Erzählen. Und hatte das Ding in der Hand. Der andere guckte irgendwie so Richtung. Aber wär ein cooler Schacht so von Nintendo. So keinem was gesagt, ja, den gibt's nicht. Ja. Und eine Tussi mit Kette in der Anstichschlange. Ist eine Tussi. Wenn sie jemand eine Tussi. In der Anstichschlange hat den halt so um die Leute. Gut, das hätte sich wahrscheinlich so schnell rumgesprochen. Mhm. Ja. Aber wer ein Schrei.
Ja, ja, also ja, gut, das Übliche halt auf der Messe, wie immer, wie das mir immer so geht. Man sieht halt einiges, aber vieles auch nicht. Mhm. Und bisher bin ich sehr zufrieden mit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch schon viel gedreht. Und ich finde es halt cool, dass wir zusammen unterwegs sind. Aber hier ist jetzt kein Spiel dabei gewesen, wo ich sage, ja, ARM, okay, ARM freue ich mich drauf. Bin ich mal gespannt, wie sich das dann in der Tora spielt mit Ton und Fernseher. Kommt ja schon zwei Wochen. Ja, ja. 3. September. Und ja. Nehmen wir gleich morgen mit. Das war's von mir. Hier das Zepter. Zepter. Ja, mir geht's genauso wie dem Daniel. Es ist so, ich meine, gut, die Firmen wollen sich ja auch irgendwie auch alle vermarkten, so, da laufen auch viele Chipsträger rum und sowas, die da Geschäfte machen wollen. Ja, ich habe schon verstanden. Die da Geschäfte machen wollen. Ich wollte ja keine Geschäfte machen, so rum, ja. Du wolltest bloß auffallen. Genau, das hat doch funktioniert, oder? Bei uns. Ja. Voll fallen wir lieber auf. Ne? Ja. Also da laufen viele Business-Leute rum, um die es ja auch um viel Geld geht. Und dann finde ich es aber so als Messebesucher mal schade, dass da teilweise, sagen wir mal, zu 40-50% nur Spiele sind, die du schon kaufen kannst. Ja. Weißt, gut, die wollen sich ja präsentieren. Weißt du, bei Konami sind zum Beispiel auch viele Spiele gewesen, die gibt's schon, die kannst du schon kaufen. So viel? Dance Dance Evolution gibt's noch nicht. Ja gut. Da gab's also es gibt immer durchgemischt. Ich meine, also Nintendo macht das auf jeden Fall. Ja. Weißt du, die zeigen, was gibt es, ne? Und was kommt nächste Zeit. Keine Ahnung, wäre doch auch irgendwas gewesen. Ja, das Castlevania HD ist schon draußen. Ja. Zum Beispiel diese ganzen DS-Spiele. Ja, da zeigen sie meistens immer das, was es schon gibt oder was schon draußen ist. Nochmal so ein Werbeschub. Dann hast du halt immer so Stände, die viel Platz einnehmen, wo es dann nur ein Spiel gibt. Ein oder zwei Spiele. Und dann fühlt sich der Raum halt schnell, ne? Das ist so ein bisschen. Also, ich fand es immer letztes Jahr noch besser als dieses Jahr. Ja. Aber es ist jetzt. Leipzig hatte viel mehr Flair. Ja, das ist jetzt so. Es ist auch so. In Köln war jetzt die Messe und 250.000 Leute und es war ja richtig cool. Und jetzt hat das komplett Deutschland mitbekommen, weißt du? Und heute war ja Donnerstag. Ja, nicht nur Deutschland, auch Europa. Das ist der erste, was wir ausländische Kennzeichen auf den Parkplätzen gesehen das haben. Das ist heute der erste Tag, wo halt die Normalsterblichen auch dort Aurisch. Die aurischen Leute. Und dann war so voll. Ja. Also unfassbar, das war letztes Jahr nicht so. Da hat keiner mit gerechnet. So super kräftig war es letztes Jahr nicht, nein. Warte mal ab morgen und Samstag. Auch der Pressetag fand ich schon mehr als letztes Jahr. Ja, da ging es natürlich. Ja, da siehst du, dass mehr Interesse da ist jetzt. Ja, ja klar. Die Leute haben es letztes Jahr gecheckt. Denken wir an dieses Jahr. Müssen wir hin. Ja. Warum machen die nicht noch eine Halle für Entertainment? Dann können sie noch viel mehr Platz auf den Gängen lassen. Oder einfach viel mehr Gangstationen einrichten. Ich meine, das kostet alles Geld, aber trotzdem. Ja. Das würde dem Besucher zugutekommen. Oder die sollen einfach Lines bauen. In London bauen die auch überall Lines, ey. Also, da ist ja nicht Line, da ist ja Q. Das ist ja für jeden Scheiß, was ist eine krasse Line? Kannst Warteschlange. Ja, genau, ja, Warteschlange. Ich spiele Tower Defense mit dem Besucher. Warum kommen die Leute mal was verkaufen? Ja. Wie sieht's bei dir? Wolle rosa Kaffee. Also, war ja ziemlich cool, war ja meine erste Messe. Und ja, gleich mit uns. Ja, und gleich mit euch. Erste Messe Leipzig, die getroffen. Yeah. War schon cool, aber nicht dieses, oh mein Gott, super, unglaublich, so beeindruckend war es dann. Hat nicht. Ist wie das, wenn du deinem Vater auf die Eisenwarenmesse fährst. Ja. Du denkst auch, boah, die haben auch schöne Stände. Es ist halt, ja, wie ihr schon gesagt habt, viele ältere Titel haben sie dann auch präsentiert. Dann denkst du, ah, da ist nichts los, geh mal hin. Was kannst du zocken? Galaxy 1 und Galaxy 2. Denkst du, was? Ja, so einen Stand hatten die auch. Mhm. Galaxy 2. Mario Bros. Wii. Ja, auch. Ich meine, die Idee war natürlich nicht schlecht. Das Konzept dahinter war ja die Entwicklung von Mario so ein bisschen. Ja. Ja, da muss man da nicht. Also, hätte dann super Nintendo. 10 Stände, die waren ja, so ja. Lief da nicht. Nee. Nein, hätte er hätte machen sollen, denn so Mario 1, 2, 3 im Retro-Stand. Im Retro-Stand, den ich noch nicht gesehen habe. Aber ich war schon in allen Hallen. Ist immer so interessant. Rennen wir immer dran vorbei. Gar nicht da, oder? Kann ich dir jetzt sagen, warum? Die ist ja gar nicht da, oder? Doch, ja, der Haus der Videospiele heißt es. Die haben auch wieder so eine Retro-Kiste. Ich meine, klar, die Messe ist geil, aber.
Momentan, ne, weiß ich, man dürstet halt im Moment nicht nach Neuem, glaube ich. Ja, weil man Starcraft 2 zu Hause hat. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Doch, der Greggy denkt es die ganze Zeit. Natürlich. Ich muss es mal sagen. Das ist einfach so. Sogar wenn er auf Klo ist. Ja, so kichern, aber das, irgendwas zu Starcraft. Das ist so ein Spielmotto. Ja. Zock das, was dir Spaß macht. Ja, und dann können 100 andere Leute kommen und sagen, ey, das ist doch jetzt neu. Das ist doch Zelda. Das ist doch Metroid. Ja, und? Ich habe jetzt aber Bock auf Starcraft. Ja. Komm, wie sie wollen. Ja. Richtig so. Zock das, was dir Spaß macht, weil das ist das Schlimmste, wenn du dich durch so anderen Mist beeinflussen lässt. Ja. Hat gepasst. Ja, Schattenmetzger auf. Da ist noch einer. Ja, gut, später. So, wo will er noch? Bist du? Ja, hört doch. Also, hast du noch? So. Hat er nicht. Ja, also, zum Beispiel, als wir bei Nintendo waren und so, da war ja alles hier, das neue Donkey Kong Country und hier Metroid, das hast du ja gespielt. Und da habe ich ja gesagt, ja, film ich dich. Sowas und Zelda, ja, da war schon eine lange Schlange, aber so lang war es ja auch nicht. Schon am Pressetag aber schon. Ja, am Pressetag war das schon. Aber du hättest wahrscheinlich dann eh nur das spielen dürfen, was wir auf der E3 schon gesehen haben. Und was ich genau das von der E3 und bei Donkey Kong Country 9 wäre es wahrscheinlich auch das von der E3 gewesen und so. Und das hat mich dann auch nicht so gepackt. Ja, gut, die machen ja auch nicht extra dann, ne? Nee. Jetzt ist E3, nächste Woche ist Gamescom. Jetzt machen wir nochmal ein neues Level oder so. Es ist einfach. Ja. Aber man durfte Other M wenigstens ausführlich spielen. Aber ich weiß nicht, wie es heute war. Aber das neue Fallout kann man nicht spielen. Viel Zeit durftest du, ne? Du durftest richtig spielen. Du könntest also das ganze Level machen. Da hat sie dann gesagt, jetzt musst du speichern und dann war das Level zu Ende. Wobei ich heute Szenen gesehen habe, die ich da nicht gesehen habe. Vielleicht hätte ich dir einfach die Zwischensequenzen nicht abbrechen sollen. Mal gucken müssen. Die kannst du übrigens auch abbrechen mit Minus. Ja, ja, schnell, da stehen noch andere Leute an. Wie bei Sony. Ey, wollt ihr jetzt echt noch ein zweites Mal Tischtennis spielen? Ja, wir wollen halt noch Leute, die warten. Ja, weil da stehen noch Leute, zwei. Die wollen auch noch und spielen. Die haben Nachbarstand. Die Leute hatten einen Move-Controller in der Hand. Ja, wir waren 6 Leute. 2 Leute können Tischtennis spielen. Wollen wir ein Match gemacht? Bis 11, ne? Nur. Ja. Ist doch normal am Tischtennis. Machen wir ein zweites Match. Könnt ihr das nur bis zur Hälfte machen? Da warten noch andere Leute. Ja, die daneben, die da auch gerade spielen. Entschuldigung, dass wir das mal spielen wollen. Ja, danke für die Werbung. Wollte ich schon sagen, also wir sollen eine professionelle Meinung abliefern. Lass uns gefälligst nochmal zocken. Das war am blöde Kuh. Das war am. Sechsmal setze ich dich durch einen Nerd. Was auf sonst? Der lässt dann ein Duo lässt dann ganzes Tag zu spielen. Das war auch am Pressetag. Also. Der steht ja selber zu spielen. Das ist kein Spiel, meinst du? Warte mal, ich muss mal kalibrieren. Spielt selbst mit 2 Move-Controllern. Also so ein dummes Spruch kannst du echt nicht ablassen, schon gar nicht an dem Mittwoch. Mittwoch war es. Normal so. War etwas falsch. Da rennt da jeder nur rum, um irgendwie darüber zu berichten oder so und dann so. Also, nee. Mhm. Dann gebe ich dir recht. Nette Dame, so geht's nicht. Die sind schon vorangepisst für die ganze Zeit, wo sie angepisst werden von anderen. Egal. Naja. Fakt aber. Hast du sonst noch was? Oder warst du fertig? Ja, ich war fertig. Er hatte fertig. Ich habe fertig. Ja, das meiste wurde ja schon gesagt. Wo ich noch drauf eingehen würde, wäre so mehr anzocken. Aktuelle Sachen anzocken. Mhm. Ist okay, wenn sie sagen, wir hauen jetzt nochmal da 6-7 Spielestationen mit Fernseher raus, mit New Super Mario Bros. Wii oder so. Oder Mario Galaxy 2, was halt dann nicht mehr so reizt. Aber dann nicht davon 8 und 2 mit Donkey Kong. Oder es waren 2 Donkey Kong nur, ne? Ja. Wo ist denn das Problem? Die haben doch ihren Dev Kit, was sie auf die Wii draufhauen, über irgendein Datenkabel, USB wahrscheinlich oder was. Ja, irgendeine Festplatte. Ja, oder Festplatte dran. Mhm. Dann sollen sie doch lieber. Das Verhältnis hat da nicht gestimmt. Mhm. PS waren auch wieder knapp zu wenig, das liegt aber an diesem Standdesign. Aber diesmal, die Demo war schön lang. Daniel habe ich ja gespielt, ja, mit unserem Sportexperten haben wir PS gezockt. Die war schön lang. Die PC-Demo, die es immer zum Runterladen gibt, von den jährlichen Titeln, die ist immer nur 5 Minuten, eine Halbzeit. Mhm. Das heißt, 5 Minuten Spielzeit. Und erst nach der ersten Halbzeit ist vorbei. Das ist doch scheiße. Diesmal haben sie auch. Ihr konntet sogar Elfmeterschießen machen. Ja, nee, bei PS nicht, bei FIFA. Bei FIFA habt ihr Elfmeterschießen. Ja, bei PS hatten sie auf 10 Minuten gestellt. Die Leute, die das spielen, kennen das. Und 2 Halbzeiten. Mhm. Komplettes Spiel. Also super. Und viele Mannschaften waren drin. Ich glaube, waren fast 10 oder 12 Mannschaften drin. Aber allgemeines Anzocken. Mafia, Riesenstand, wo wir dann 2 Leute oben stehen, voll die Menge davor, mit Mikro, ey, 2 Leute hier vor, ihr könnt T-Shirt gewinnen. Okay, ihr baut jetzt beide ein Türmchen. Wer den höchsten Turm in 30 Sekunden hat, hat gewonnen. Er muss am Ende stehen.
ganze Menge Jubel. Mit Karten ich will, oder was? Ich will ein T-Shirt nehmen mit so Dosen, mit Dosen ja. Ja. Okay, da ist viel los, zieht die Menge und so, macht Werbung. Aber haben die ein riesen Mafia 2 Ding aufgebaut? Kannst du an der Seite anstellen oder was? Und drinnen, hinten irgendwie drinnen, siehst du dann vielleicht was. Gut, da kam vor kurzem jetzt die Demo raus. Ja und? Dann baue ich da halt 50 PCs auf oder 20 PCs. Ja gut, das ist ja wieder ein 18er-Titel, oder? Ja, dann baue ich halt so einen Kasten. Ja, ja. Wie es Blizzard macht. Ja. Blizzard macht es eigentlich optimal. Blizzard baut mit der Platzausnutzung. Riesengroß, ist viele Rechner, so. Anzocken. Die Briten bieten Events und so Sachen. Da gab es ja auch hier von wegen StarCraft 2 hier irgendeine Challenge. Wer macht den besten Score? Wer kriegt mit Protoss am meisten Einheiten in irgendeinem Szenario? Ja. So Sachen. Das ist halt immer cool. WoW Live Raid übertragen sie immer von irgendwelchen Pro-Gaming-Clans. Wir haben immer das volle Programm mit. Das ist gut gemacht, wirklich. Aber... Diesmal konnte man bei Diablo 3 ja gar keinen Blick reinwerfen. Ne? Letztes Jahr ging das noch, ne? Nur wenn der Schlange stehst, ja. Kasten nur, ja. Diesmal. Ach stimmt, vorher war ja vorne. Ein bisschen kommen wir doch so. Und die Schlangen waren so an der Seite, ne? So. Ja. Weil vorne war zu mit Gitter, ne? Und die Schlangen waren jeweils links und rechts. Ja. Rum. Ja. Nee, also anzocken ist bei mir eigentlich das größte Manko. Klar geht es da um Geld und um Werbung und sowas, kann auch jeder machen. Da mache ich mal einen so ein Banner voll mit Mafia 2, war ein richtig coole Banner, ja. Aber dieses ganze Ding. Ja, und das war halt bei diese vielen Titeln. Ja, diese Showbühnen mag ich gar nicht. Ja. Hey, ich will doch da zocken. Ja, Smackdown, okay, war jetzt zwei mit Pressetermin da. Die wollen ja natürlich auch die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Wenn wir sonst da durchgehen und sagen, da hinten ist mir stehen. Da gibt's Goodies. Und dann gibt's da hinten plötzlich auf einmal voll die Party und dann denkst du, was ist denn da? Natürlich, klar. Für die Leute, die jetzt nicht so Videospiel verrückt sind und da nicht so hinterherkommen, die denken dann so, oh, Mafia 2, was ist denn das? Klar, da ist das natürlich besser, als wenn man da wie bei Blizzard da ein paar Rechner hinstellt. Aber naja, ich sag mal so, man muss ja schon ein bisschen so die Zielgruppe auch ansprechen. Und die Zielgruppe sind Zocker, die wollen zocken. Ich hab Smackdown heute gezockt, ich hab dieses WWE All-Stars gezockt. Und jetzt kann ich mir da ein Bild von machen. Hätte der Typ noch vorne gestanden, hätte selber gezockt und gesagt, hier, das ist der Supermove. Okay, jetzt wechseln wir mal auf das andere Wrestling-Spiel. Ich hätte gar keinen Unterschied gemerkt. Außer von der Optik vielleicht. Mhm. Ja. Und selbst anspielen ist das Beste. Einfach. Ja, das ist immer das Optimale, stimmt. Und ja. ATM auch bestes Beispiel. Ich habe ja mit dem Daniel FIFA gezockt, PS gezockt, da hast du ein Bild von, ja. Wir hatten gerade einen Bandwechsel. Sauwecker. Du wurdest unterbrochen. Läuft schon? Läuft schon wieder. Ja. Hast du noch was zu sagen? Na, Mecker, mach du weiter. Du hast jetzt 60 Minuten für dich. Ah, wunderbar. Der Mecker kriegt ich geh schon mal schlafen. Es sind nur 30. Wir gehen mal StarCraft zocken. Es sind nur 30, von der Akkuleistung geschätzt, sagen wir mal 20. Und los. Nee, ich will auch nicht. Action! Neun. Ich will jetzt auch nicht so ausschweifen. Du hast ja schon genug erzählt. Wie gesagt, dass mir die ganzen Konsolen. Ich habe nur das Gefühl, wie gesagt, dass es kleiner geworden ist von den Ausstellern her. Weil halt einfach diese Ausstellungsfläche Sega. Teuer Capcom ist. Ja, Sega. Capcom hatte ja auch diesen Marvel vs. Dings da. Universe, oder? Diesen Stand da. Was weg? Mensch, weg! Ist nur der Rap. Xbox ist da, wo Sega war. Ja, stimmt, so klein. Mit Microsoft ist es extrem klein geworden, wenn man sich dann anguckt, letztes Jahr. Oder was war das? Im Vergleich zu Sony oder so, das war ja nicht viel von Microsoft, oder? Kam hier. Weil Kinect nur. Ich meine, die haben nichts anderes. Das ist lecker, oder? Ja, ja. Wie gesagt, aber es gibt, es kann ja nicht jedes Jahr so. Allerdings, wenn man alleine, wenn ich alleine über die Messe gehen würde oder Berichte erstatten müsste, wäre es. Fast schon langweilig geworden. Also auf dem Showfloor. Oder? Also, echt einfach. Aber das ist, glaube ich, immer eine gute Taktik, dass man nach Möglichkeit nie alleine auf die Messe gehen soll, so was die Gamescom, sondern einfach mit dem man dann seine Freude an dem Spiel, an den Spaß, an den Konsolen teilen kann und sich gegenseitig auch immer ein bisschen anstacheln kann, dass man dann auch. Das hast du schön gesagt. Kommt alle her. Man braucht Leute, mit denen man da hingeht, damit man die Langeweile auf der Messe irgendwie kompensieren kann durch Albernheit. Weil du zockst aber halt nicht permanent, sondern du hast auch immer mal Leerphasen. Ja, aber sonst würdest du zum Beispiel da hingehen und sagen bei einem Spiel, Mensch, dieses Poster ist blau. Du würdest weitergehen und dann würdest du, wenn du zu zweit bist, dann würde der vielleicht dein Kollege sagen, aber guck mal, da um die Ecke, da ist auch noch grün. Und dann, ja, du hast recht, im Grün. Und dann, weißt du, wenn man mit mehreren geht, dann weitet sich das Blickfeld. Vier Augen sehen halt mehr als zwei. Heute. Und man kann direkt sich austauschen, hier diskutieren. Der Student mal wieder, ne? Philosophieren. Einmal draufhauen. Ich bin diplomiert. Nein. Diplomiert. Du bist gleich eliminiert.
Nee, als bisher nach wie vor implodiert. Wobei im Businessbereich, glaube ich, etwas mehr ist, oder? Nicht nur den Eindruck. Es wirkt enger, ne? Oder ja, was? Wirken viele Buden da. Finde ich. Weil die Gamescom, die Messe hat doch geworben, viel mehr Aussteller genau, als letztes Jahr. Hast du das von mir gesagt oder wer war das? Wo du gesagt hast, die werben hier mit 1000 mehr Ständen, das kann wohl nur im Businessbereich sein. Wer hat das gesagt? War sogar so ein, so ein Stand mit iranischen Softwareentwicklern. Ja. Wie gesagt, das Geld, Spiele vorgestellt. Das Geld rennt ja mit Videospielen, aber scheinbar nicht, um diese Miete für diese Riesenstände halt aufzubringen, weil die wahrscheinlich ja unsinnig sind. Diese Public-Stände sind wahrscheinlich sau teuer. Ist halt nur schade, weil zuletzt sind, ja, zuletzt im Jahr bestimmt teurer geworden. Ja, klar. Ja, boah, logisch. Geil. Die haben die hier gelockt und sagen, hey, hier, Messe rennt. Nuckel dran und jetzt zahl. So. Selbst nee, die EA hat ja, EA ist ja hier Haus und Hof nahe von Köln. In Köln, ja. Hat den Kram hierher geholt. Und was ist? Ja, Pillepalle. Also so ein Hut abs. Sony hat richtig großen Stand gehabt. Die zwei. Aber Sony zwei legt aber auch Wert auf Europa, finde ich. Glaube ich. Die sind hier im Fokus. SCEE, das ist Sony Computer Entertainment Europe. Vielleicht nicht ein 2 beim Booten oder beim 1er. SCEE. Yeah. Bei Nintendo hat ja auch einen Riesenstand. Ja, stimmt auch. Ja, ist also insgesamt immer noch ein Blick wert. Also ist immer noch ein Gang wert, wenn man günstig rankommt. Wenn man sagt, wenn man da jetzt echt so voll die Unsummen machen muss, um herzukommen, würde ich sagen, ärgert mit sich als. Lieber Ravioli-Videos gucken. Genau, wir können auch leider nicht alles bringen, aber das, was wir. Wir sind nur 5. Und Film ist schwieriger als Texte schreiben. Was kosten so eine Karte? Ihr kriegst ja günstig, du hast ja hier teilweise, du hast ja, wenn du Games, wenn du hier mit deiner Verlängerte hier diese 12 Monate Game Gold bei Microsoft zum Beispiel, hast die kostenlos dazu gekriegt. Stimmt, da gab's ein Angebot. Du hast die teilweise einfach zum Tag. Ja, keine Ahnung. Ja, das. Technik ist. Technik ist unser Feind. Ja. Und der Mac kommt wieder dazu. Weil du wieder 20 Minuten gelabert hast, es waren zwar nur 5, aber. gefühlte Monate. So. Referieren wir das Ganze. Nein, Gamescom geht weiter, wir versuchen euch weiter laufend zu halten. Was wir bis jetzt noch nicht geschafft haben. Nee, noch nicht so was wirklich. Was wir dann jetzt vielleicht angehen? Ja, wir sind ja keine News-Seite, wir müssen ja erstmal schnibbeln. Mal schauen, ja. Also das Bolognese ist schon dreimal vergammelt, wenn ihr dieses Video seht, da gehe ich voll aus. Ja. Das wird schon dreimal verdaut. Das ist halt Ravioli-typisch. Aber so sind wir mal, wir wünschen euch schon noch weiteren Spaß mit unseren Videos und der Messe. Ja, drauf, wenn ich hier so gammel. Genau. Wir gammeln alle zusammen. Ja, und wünsche euch noch Gammel together. Ich spiele schöne Zeit. Starcraft. Ne? Starcraft? Starcraft? Wir machen ein geheimes Projekt. Wir spielen Tour und Tour, die spielen Free on Free. Auf Free. Genau, Achtung. Wir wollten noch was machen. 3, 2, 1. Tschüss! Ich dachte, was will ich? Ich dachte, er sagt, wir wollen was machen. Das hat sich schon die Schweißperle. Was soll ich jetzt sagen? Weißt du, ich dachte, er macht jetzt so 3, 2, 1.